Hallo Hundefreunde, wir kümmern uns heute um das Thema Sprung über die Hürde. Ich stehe hier an einer Hürde, 1 Meter hoch, Hund muss drüber. Es gibt verschiedene Szenarien, warum man das machen muss, in Anführungszeichen. Einmal im Unterordnungsteil, hier geht es darum, über die Hürde zu springen, das Bringholz aufzunehmen, mit dem Bringholz zurückzuspringen zum Hundeführer und das Bringholz abzuliefern. Basis dafür ist, dass der Hund einen Sprung über die Hürde kann. Darum kümmern wir uns heute. Variante Nummer 2, die wir hier auf dem Hundeplatz trainieren, ist im Bereich des Ringsports. Der Hund muss einfach über die Hürde, einmal rüber, einmal zurück und das jeweils auf Kommando. Das sind die 2 Möglichkeiten, die wir hier auf dem Platz trainieren. Wir gehen jetzt zurück ins Welpenalter mit unserem kleinen Hündchen hier und wir schauen mal an, wie man das Ganze erstmal aufbaut, unabhängig vom Apportieren, sondern es geht jetzt rein um den Sprung über die Hürde. Für den Einstieg, Sprung über die Hürde, gibt es wieder verschiedene Varianten. Hier Variante 1, hier seht ihr 2 Positionsboxen. Jetzt ist es so, dass ich mit meinen Hunden mit den Boxen nie trainiert habe. Deswegen zeige ich es euch am Ende vom Video mit einem Hund, der das schon gut kann, mit einem etwas älteren Hund. Und da gehen wir auch an die hohe Hürde. Das gleiche Prinzip mit den Boxen kann man auch machen ohne Boxen. Wir brauchen natürlich trotzdem unsere Babyhürde und sind dann hier unterwegs. Ich habe einfach 2 Markierungen, 2 Stäbe, wenn ihr irgendwas habt, steckt einfach was in die Erde rein und wir haben eine kleine Hürde. Wir können hier bei unserer Hürde das noch kleiner machen, je nachdem, wie groß jetzt der Hund ist in seinem Alter. Wichtig ist, wenn wir einen Welpen haben, der soll jetzt noch nicht große Höhen springen, sondern kleine. Und hier, ja, das ist jetzt klein genug, dass dem Hund an den Gelenken beim Wachstum hier keine Probleme entstehen. So, Hund ist da. Ich werde es dann mit Futtertreiben probieren. Also ich halte das Futter hier hin und führe ihn hier rüber. Hund soll springen. Ich führe ihn mit dem Futter um die andere Stange und wir gehen dann mit der anderen Hand hier zurück und das Spielchen kann ich dann wiederholen. Was kann man jetzt falsch machen? Warum habe ich jetzt erstmal einen Stoffhund da? Was häufig passiert ist, Hund läuft und entweder mit den Vorderpfoten, zeige ich euch mal, entweder mit den Vorderpfoten bleibt er hier hängen oder er geht drüber und bleibt hinten hängen. Man sagt dann oft, ja, da ist der Hund schuld, der kann nicht richtig springen. Aber wie ist es? Wie es halt immer so ist, der Hundeführer ist schuld. Was macht man dann? Man verändert den Abstand hier einfach. Kann sein, dass es ein Stück weiter dann ausreicht, dass der Hund hier von der Schrittfolge besser hinkommt und dann springt er plötzlich schön drüber. Also das ist das Erste, worauf ich jetzt dann schauen werde, wenn ich mein Welpen in Anführungszeichen hole und das ausprobiere. Problem Nummer 2, das auftreten kann, das hängt mit dem Futtertreiben zusammen. Wenn ich jetzt hier Ihnen das Futter vor die Augen halte, sieht er ja nicht wirklich, wo er hinrennt. Das ist natürlich gemein. Ich führe den Hund, verdecke ihn aber im Blick und wie soll er jetzt von der Koordination her hier ordentlich drüber springen können. Deswegen so mit dem Futter arbeiten, dass der Sprung gut funktioniert. Da kann ich jetzt auch nicht sagen, macht es genau so, weil wie immer ist es so, es ist bei jedem Hund irgendwie anders. Ich zeige es euch aber gleich im Praxisbeispiel, weiß ich jetzt auch noch nicht, wie es bei mir dann funktionieren wird, wo meine Hand hin muss, dass der Sprung hier gut funktioniert. Dann das nächste, Punkt 3, was wichtig ist, dass wir auch in der Landezone genug Platz haben. Weil, wenn wir jetzt zurückdenken, irgendwann soll der Hund ja das Bringholz bringen. Er kommt jetzt hier angeflogen und wenn er jetzt hier stehen bleiben würde und ich trainiere immer nur in dem Bereich, wird es nachher schwierig mit dem Anlauf, wenn die Hürde größer ist. Also möchte ich, dass der Hund hier schön springt, hier schön auslaufen kann. Er nimmt dann das Bringholz auf, geht um den Stab rum, geht dann in die andere Richtung, springt wieder drüber und kann dann zum Hundeführer. Also der Abstand nicht zu klein, ansonsten macht man sich ein Problem, das man dann später wieder lösen muss. Wir kommen zum Praxisteil. Unser Welpe ist hier auf dem Platz. Nehmen wir mal an, der ist jetzt das erste Mal so mit dem Springen hier beschäftigt. Im Prinzip ist es wirklich so, er ist zwar 7, aber so mit dieser Übung habe ich jetzt noch nicht wirklich trainiert. Ich habe 2 Futterstücke, gleichwertig, links und rechts jeweils 1. Und wir fangen jetzt einfach mal an, mit dem hier zu spielen. So, 2 Fehler. Einmal von mir der Handwechsel mit dem Futter, schlecht. Aber was jetzt eigentlich Fokus ist, ich lenke davon ab, von dem Fehler, den ich jetzt hier reingehaut habe. Ihr habt es vielleicht gehört, er bleibt mit den Pfoten hängen. Jetzt ist das Ding hier nur so hoch und es ist wirklich kein Problem für den Hund, da drüber zu springen. Der springt ja auch in den Kofferraum und aufs Bett natürlich, aber das verrate ich euch nicht. Aber ich möchte jetzt, dass er hier sauber drüber kommt. Also von dem her, Lösung, nicht den Hund irgendwie trainieren, Sprungkraft oder Krafttraining machen, sondern einfach mal die Distanz erhöhen. Der kleine Welpe hier ist halt doch schon ein bisschen größer, brauchen wir auch mehr Platz. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal.
Jawohl. Und ihr habt hoffentlich nicht gehört, er hat es nicht mehr berührt. Da jetzt er natürlich schon größer ist, werde ich jetzt noch ein zweites drauf tun, weil er springt ja nicht wirklich. Der läuft einfach drüber, er geht den einfachsten und bequemsten Weg. Einfach die Beine ein bisschen hochheben und drüber. Wir haben jetzt keinen wirklichen Sprung. Jawohl. Jetzt hat man schön gesehen. Beim ersten Mal Handhaltung habe ich ausprobiert, wie ist es? Man hat es wieder gehört, er bleibt hängen. Ich habe ihn hier schön den Blick verdeckt. Er hat nicht gesehen, wo er hinspringt. Beim Rücksprung, ich blende es euch auch jetzt nochmal ein, hat es schön funktioniert und da ist meine Handhaltung dann ganz anders. Jetzt versuche ich natürlich in beide Richtungen mal die Handhaltung anzupassen, dass wir einen schönen Hin- und Rücksprung kriegen. Jawohl, also jetzt hat es gepasst und ihr seht, ich habe gar kein richtiges Futtertreiben gemacht. Ich habe eher so ein Futterhinhalten gemacht, bin also schon wieder weg von dem, was ich eigentlich vorhatte. Ich wollte ihn eigentlich schön so im klassischen Futtertreiben drüber bringen, habe gleich beim ersten Mal gemerkt, funktioniert nicht, da machen wir uns nur Probleme. Also gleich wechseln die Methode, irgendwas anders einfallen lassen, was funktioniert. Haben wir jetzt gefunden, damit lässt sich weiter arbeiten, werde ich auch machen und dann natürlich immer weiter erhöhen, später Kommando drauf geben und so funktioniert es. Die ersten Schritte, Welpe, Thema Sprung über die Hürde. Wie versprochen, schauen wir jetzt an die zweite Methode mit den Positionsboxen und dem großen Hund. Den muss ich mir kurz ausleihen, ich bin gleich zurück. Ja, ne? So, ich habe mir Unterstützung geholt. Der Iva ist hier. Wenn er jetzt noch hinpinkelt. So, ich habe mir Unterstützung geholt. Ihr seht ihn gleich. Das ist der Iva, der hilft mir jetzt. Nicht wundern, der ist ein Studierter, der spricht Englisch. Also die Kommandos werden jetzt Englisch sein, nicht Deutsch. Hat jetzt so keinen größeren Hintergrund. Aber nicht wundern, warum wir hier wechseln. Ich habe hier eine Positionskiste. In der Mitte die Hürde. Auf der anderen Seite noch eine Positionskiste. Und ich werde jetzt dem Hund mit Kommandos hier Hin- und Rücksprung machen lassen. Wenn er beides schön gemacht hat, habe ich hier einen Ball. Das ist der Jackpot. Die Bestätigung soll er dann am Ende kriegen. Er weiß schon, um was es geht, hat es schon mal eingeparkt. Das nutze ich jetzt gleich aus. Box. Ich gehe Richtung Hürde. Jump. Box. Jump. Box. Jawohl, das hat er doch wunderbar gemacht, die Flugphase im Traum. Der steht ja fast in der Luft mit Sprungfedern nach oben, steht kurz in der Luft und dann kommt er in die Landezone, kann schön auslaufen. Und ihr seht, dass der Abstand jetzt optimal ist von der Box zur Hürde und das auf beiden Seiten. Das haben wir natürlich versucht. Wir haben immer weiter die Positionen verändert, bis wir die Position gefunden haben, dass es für den Hund schön einfach ist, von der Schrittfolge hochzusteigen, schön weit zu fliegen, dann zu landen, zur Box zu gehen, sich umzudrehen und das Ganze in die andere Richtung zu machen. Also es nützt euch jetzt nichts, wenn ich euch das ausmesse und sage, ihr müsst es ausprobieren mit den Hunden. Ihr fangt klein an, wie vorhin gezeigt, mit meinem 7 Jahre alten Welpen zum Beispiel. Wir haben so eine Höhe, da kann nichts passieren, auch wenn er hängen bleibt. Das interessiert die überhaupt nicht, wenn wir da drüber stolpern würden. Das würde uns auch nicht wehtun. Also da keine Sorgen machen, klein anfangen und dann immer größer werden. Und das ist dann so die erste Endausbaustufe. Natürlich geht es jetzt dann noch weiter. Man muss die Sache mit dem Abortierholz draufbauen und man muss die Hilfsmittel natürlich auch wieder abbauen. Die Boxen sind ja in der Prüfung weg, das ist reines Trainingsmittel. Aber das sind alles weiterführende Themen und ihr wisst Bescheid, die kommen auf den Kanal, aber ich weiß noch nicht wann, also Kanal abonnieren. Aber ihr könnt hier die Videos anschauen, andere Trainingsmethoden aus diesem Bereich. Damit könnt ihr die Zeit überbrücken und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis bald, euer Roland aus Training von Hundesicht. euer Roland von Training aus. Euer Roland von Training aus Hundesicht.de. Tschüss.